Hallo, willkommen da draußen zu neuen Informationen zur Stadtpolitik in Dresden, zum Piraten und vor allen Dingen zum Stadtrat. Heute ist wieder Stadtrat und da wird der Haushalt für die Jahre 2021-2022 beraten, beredet und am Ende sehr wahrscheinlich beschlossen. Der Haushalt, man nennt es auch das Königsrecht des Stadtrats, ist da, wo das Geld für die nächsten 2 Jahre eingeplant oder weggenommen wird. Da, wo Geld ist, da passiert auch wahrscheinlich was. Da, wo kein Geld ist, da passiert sehr wahrscheinlich nichts. Beim Haushalt ist es so, nur kurz zur Erklärung, beim Haushalt ist es so, die Verwaltung macht bis zum Sommer alle 2 Jahre einen Vorschlag. Dieser Vorschlag ist meistens nicht besonders kreativ. Und dann kommt die Politik und verhandelt und macht noch hier was dazu und nimmt da was weg und da was dazu und da was weg. Dieses Mal ist es so, dass es eine Haushaltskoalition gibt von Grünen, CDU, Linken, SPD, FDP. 5 Parteien, 5 Fraktionen, die haben sich was ausgedacht und jeder hat so seine Lieblingsthemen in den Stadtrat reingebracht. Ich habe mal so aufgeschrieben, was also jetzt neu dazu ist, beziehungsweise was nicht gestrichen wurde, was sich Dresden so alles leistet, was die 5 Parteien jetzt für wirklich wichtig halten. Die Sanierung des Fernsehturms, 6,4 Millionen. Das Steierstadion soll saniert werden, 28 Millionen. Die Staffelsteinstraße wird saniert, 12 Millionen. Dass die Kita-Gebühren nicht steigen, was ich persönlich gut finde, aber es kostet uns schlappe 17 Millionen Euro. Und damit Parken nicht so teuer wird, wie der OB es vorgeschlagen hat, dafür geben wir 12 Millionen aus. So, macht zusammen 75 Millionen. So, was fehlt? Klimaschutz. Klimaschutz, CO2-Minimierung, Einhaltung der Pariser Ziele, Rettung der Welt, Klimanotstand bekämpfen. Nichts, nichts. Niemand. Niemand hat hier einen signifikanten Betrag eingestellt, obwohl die verschiedenen Fridays-Organisationen das ganze Jahr schon darauf hingewiesen haben, dass der Stadtrat ja am 30.01. beschlossen hat, dass wir eine Sofortmaßnahmenliste abarbeiten ab diesem Jahr. Und sofort heißt sofort und Maßnahmen heißt machen. Das heißt, wenn kein Geld drin ist, machen wir auch nichts. Das scheint aber keinen zu stören. Nun gut, diese Klimaliste, also die Liste der Maßnahmen, die man jetzt erstmal anfangen kann, bevor man dann in 2 Jahren genau weiß, wie wir mit dem Klimanotstand umgehen. Die ist je nach Berechnung 11 bis 20 Millionen wert. Und Fridays hat das jetzt schon noch selber runtergekocht auf 6 Millionen und hat die Fraktionen alle gebeten, doch bitte darüber nachzudenken, diesen Antrag zu übernehmen, zu stellen oder in irgendeiner Art und Weise wenigstens 6 Millionen für CO2-Minimierung bereitzustellen. Nichts. Keiner hat es gewollt, doch ich. Ich habe es gemacht, ich habe es sozusagen stellvertretend eingereicht und das wird jetzt auch beraten. Mal gucken, ob wir wenigstens 6 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen und Klimaschutz hinbekommen. Und weil ich sowieso schon die Faxen jetzt wirklich dicke habe und weil man wirklich, wenn etwas sich überhaupt nicht bewegt, man auch mit was Dickem dagegen schießen muss, habe ich jetzt einen eigenen Antrag noch eingereicht. 20 Millionen Klimafonds soll der OB machen, soll der Schulden aufnehmen, soll damit Energieeinsparungen umsetzen, Effizienzsteigerungen, CO2-Minimierungsprogramme. Mir egal. Hauptsache, es geht jetzt los. Das ist der Punkt. Ich sage nicht 20 Millionen, natürlich reichen zwar auch 20 Millionen nicht. Aber ich sage, wir müssen jetzt losmachen. Wir müssen jetzt nicht nur eine Idee formulieren, sondern wir müssen Geld in den Haushalt tun und wir müssen dieses Geld umsetzen. Wir müssen daraus Dinge tun. Und dann in 2 Jahren, wenn wir jetzt 20 haben, können wir vielleicht in 2 Jahren 30, 40 oder 50 machen. Aber und die Strukturen ändern in der Verwaltung, dass das alles Priorität Klima, auch wirklich Priorität Klima ist. Jetzt gehe ich mit diesen 2 Anträgen in den Stadtrat und wenn ihr wollt, könnt ihr es im Stream angucken. Wir werden hier irgendwo die URL hinschreiben und ja, schauen wir mal, ob der Dresdner Stadtrat mal wieder, ich sag mal so, die wirklichen Probleme
einfach nicht angucken will. Bleiben wir optimistisch. Ich bin das immer. Und bis dann. Ahoi.